Ja, einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuschauer, zum heutigen Webinar-Event. Webinar zum Risiko- und Money-Management ist heute Thema. Ich freue mich, dass ich nicht allein, sondern mit meinem Partner sozusagen Jens Glatt heute zugegen bin. Jens, sag doch mal kurz was on air, ob du auch zu hören bist. Hallo. Jawohl. Ja, wunderbar. Also jetzt bräuchte ich nur noch das Feedback von den Zuschauern, ob ihr auch das Bild seht und den Ton hört. Ganz fantastisch. Einfach mal den Chat benutzen. Auch im Übrigen schon mal eine gute Trainingslesson dahingehend, dass wir hier eure Fragen entsprechend auch vernehmen können. Also hier tut es euch da ruhig den Gefallen und nutzt den Chat. Heute, wie gesagt, Webinar zum Risikomanagement. Richtig wichtig. Hat sich ja einiges getan. Nicht nur heute am Forex-Markt generell, wie wir vielleicht dann auch vom Jens oder auch noch von mir im Hinblick zu gewissen Brokeraktivitäten sozusagen dann mal feststellen werden. Auf jeden Fall freue ich mich, dass der Raum sich weiter füllt. Das Thema Money Risk Management hängt natürlich indirekt auch mit dem Hebel zusammen, indirekt natürlich auch mit Stops und dergleichen. Und da wollen wir heute, der Jens und ich, euch ein Stück weit an die Hand nehmen und da eben auch ein Stück weit Aufklärung betreiben. Denn das Thema ist richtig wichtig. Das sollte ein jeder auch immer natürlich wissen. Jens hat da auch im Sinne seiner Vermögensverwaltung natürlich noch erhebliche Stellschrauben zu, sage ich mal, tätigen, die natürlich hier auch dann immer den ganz klaren Risikoansätzen, da der Kunden auch sozusagen entspricht und hier nicht überhebelt, wie man es denn so gern kennt und nennt, in den Markt geht. Ganz, ganz wichtig. Und da wollen wir, wie gesagt, heute mal ein Stück weit den Markt oder vielmehr die Rahmenbedingungen dahingehend eingrenzen. Also, Jens, freue mich, dass du heute dabei bist. Wir spielen uns die Bälle mehr oder weniger hin und her. Ich weiß, dass der Jens auch Slides vorbereitet hat, auch um das Ganze ein Stück weit zu konkretisieren in Sachen ja, Möglichkeiten und auch direkte Unterschiede bei dem Einsatz eben von Derivaten, wie es so schön heißt, aber auch natürlich am Forex-Markt. Das werden wir uns dann direkt mal genauer anschauen. Auch nochmal hier die Effekte vom Hebel, von der Hebeladjustierung. Und ihr wisst ja auch, dass wir da was getan haben bei JFD in dieser Richtung. Aber der Hebel ist, wie gesagt, auch nur eine Art anderes Instrument von Risiko- und Money Management. Denn mit dem Hebel, meine lieben Zuschauer, erhaltet ihr ja indirekt sozusagen einen Zugang zur Margin, mit der ihr wiederum dann letztlich sozusagen vom Broker eine Kreditfinanzierung bekommt, mit der man sozusagen eben potenziert handeln kann. Was natürlich für kleinere Konten interessant ist, aber natürlich sich auch immer in beide Richtungen auswirkt. Und das gilt es eben hier hochrangig zu beachten und da nicht immer Gefahr zu laufen, hier mit großen Hebeln, weil je höher der Hebel, desto besser zu agieren. Das kann nämlich auch ganz schnell mal nach hinten losgehen. Aber wie sehen da deine Erfahrungen aus, Jens? Mit hohen Wie du Hebeln? hast. Mit hohen Hebeln, meinst du jetzt persönliche Erfahrungen oder Erfahrungen, die ich im Laufe meiner Jahre so bei Beobachtung diverser Kunden gemacht habe? Ich denke, das eine wie das andere ist sicherlich ganz interessant für die Zuschauer. Ja, also hochgehebelt getradet habe ich natürlich nie, Ah, ja, weil hört, das soll hört. man ja nicht machen. Ja, Klar, sehr gut. natürlich. Also wenn der Hebel da war, dann wurde er auch ausgenutzt. Das ist wie, das ich hatte das auch in der Präsentation, ja, die ich vorbereitet habe, habe ich das ziemlich ehrlich geschrieben. Das ist ungefähr genauso, wie als wenn man einem, ich sag mal, 3- bis 5-Jährigen eine große Schüssel Süßigkeiten hinstellt und dann sagt, teile die bitte selber ein und ess nicht bitte alles auf einmal. Das ist so ziemlich genau das, was mit dem Hebel eben im Zusammenhang mit Trading und Brokerage so die Erfahrung ist, es funktioniert nicht. Ja? Also der Süßigkeiten-Bottich steht da und er wird aufgegessen. Egal, wie viel Bauchschmerzen man hat, er wird einfach aufgegessen. Das ist auch meine persönliche Erfahrung. Ich kann auch persönlich sagen, dass ich einerseits bei mir selber natürlich in ganz frühen Jahren damit Erfahrungen gemacht habe und die sind nicht gut ausgegangen. Also das hat nicht so funktioniert, wie ich mir das ursprünglich vorgestellt habe. Auch wenn die Option von mehreren 100% sicherlich jederzeit irgendwie gegeben war, so war dennoch irgendwie ja, am Ende das Kapital meistens weg. Ja, ich habe nie den Genuss, in Anführungsstrichen, einer Nachschusspflicht genossen, aber Gut so. zumindest mal war es, ja, es war nicht besonders erfolgsversprechend. Und wenn es dann mal erfolgsversprechend war, dann hat es das erste Mal funktioniert und beim zweiten Mal dachte man sich, dann wird es auch funktionieren, dann hat es meistens wieder nicht funktioniert. Ja, und ich kann auch aus Erfahrung sagen, und es liegen ja auch diverse Statistiken halt vor,
wo ich sagen kann, dass der Hebeleinsatz eine enorme positive Korrelation zur Unprofitabilität beim Trading halt hat. Das bedeutet also, etwas anders formuliert, desto höher der Hebeleinsatz im Durchschnitt ist, also man unterscheidet ja zwischen dem nominalen Hebel, das ist das, was der Broker einem zur Verfügung stellt, und dem effektiven Hebel, desto höher der effektive Hebel dann tatsächlich ist, also der Hebel, den man in Relation zu seinem Handelskapital eben nutzt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, mit seinem Trading auch unprofitabel zu sein. Was sehr interessant ist, ist, dass schon relativ zügig, wenn man den halt reduziert, also sich massive Performance-Verbesserungen einstellen. Und die Wahrscheinlichkeit tatsächlich dann, wenn man den Hebel, ich glaube, von 20 zu 1, den man effektiv nutzt in seinem Trading, auf zum Beispiel 5 zu 1 und kleiner reduziert, dass die Wahrscheinlichkeit, profitabel zu sein, um über 50% steigt. Hört, das ist ja schon mal eine enorme Information, und Jens steigt gleich hier scharf ins Thema ein. Du hast ja auch Slides genau zu dieser Thematik vorbereitet, korrekt? Richtig, ja. Richtig, ja, da, ja. Also wie gesagt, da würde ich direkt dann gleich mal aufspringen wollen und dir das dann auch gleich mal bildschirmtechnisch zuschustern. Ich habe noch 1, 2, 3 Fragen schon im Chat zu sehen. Eine Frage, wie erfahren ist das Publikum, kam hier von Andreas. Gut, Andreas, also wenn ich hier die Views der Namen mir anschaue, der ein oder andere kommt mir bekannt vor aus früheren Webinaren. Insofern kann ich sagen, der, ich will nicht sagen alter Hase, aber steckt schon in der Thematik, aber es gibt sicherlich auch einige Teilnehmer, die hier relativ unbedarft sind und für die sicherlich auch hier die Hebelunterscheidung effektiv nominal sicherlich auch ein Fremdwort ist, aber wie gesagt, das wird der Jens dann gleich mal ein Stück weit entschlüsseln, dekodieren und sozusagen uns da an das Thema ranbringen. Ich will jetzt einleitend vielleicht nur noch feststellen für euch, um dann praktisch auch mit Jens sozusagen in eine Kooperation zu gehen des Webinars. Wie gesagt, wir haben jetzt schon wieder fast 8 Minuten rum. Nichtsdestotrotz reichhaltiges Thema, und wir können das auch gerne nochmal aufsetzen, wenn der Wunsch für euch da ist, und das fortführen, weil das Thema Money Risk Management kommt eben zumeist viel zu kurz. Nicht nur in Büchern, sondern auch in Webinaren, doch letztlich macht das den Unterschied eigentlich auch aus zwischen erfolgreich, weniger erfolgreich. Und wie Jens auch schon feststellte, gerade der hohe Hebel, ja, ist nicht das, was den Trader letztlich erfolgreich macht, sondern im Umkehrschluss das risikooptimierte Handeln, auch beispielsweise mit einem kleineren Hebel, bringt hier enorme Vorteile. Ja, das ist immer so ein Stück weit die Krux, der man sich wirklich öffnen muss. Und der Punkt ist einfach, dass wir in die Kerbe schlagen wollen. Und da freue ich mich, wie gesagt, dass Jens einiges vorbereitet hat. Ich habe, wie gesagt, in Sachen Stopp-Möglichkeiten auch eine kleine Agenda. Will jetzt einfach mal kurz in die Runde fragen und schieß mal hier den Slide einfach so rein. Aber erstmal zu der Tatsache, wer von euch nutzt denn Stopps? Beziehungsweise, jetzt das Slide wieder weg, machen wir gleich nochmal scharf, beziehungsweise wer von euch arbeitet denn generell mit Stops bei Positionseröffnung? Gibt es denn welche, die das nicht tun? Ja, die dann sozusagen einen mentalen Stopp einbauen? Auch sowas gibt es ja durchaus. Mal gucken, ne? Also warte, bevor jetzt, also lass mal die Leute einfach mal antworten. Mir fällt dazu eine ganz witzige Anekdote ein. Ich habe mal mit jemandem gesprochen, der sich als, nenne ich jetzt mal, profitablen, professionellen Trader mir präsentiert hat, den ich kennengelernt habe. Und der hat dann eine Geschichte erzählt, das war rund um den Flash Crash. Er war ganz stolz drauf, da hat er in den damaligen Abverkauf im Dow Jones, der 1000 Punkte in die Knie gegangen und so weiter, hat er eine Pyramide, also in den negativen Bereich aufgebaut, und sagte dann am Ende, ja super, und dann habe ich einen riesen Profit gemacht, weil der Markt dann ja so reversed ist und dergleichen. Und dann habe ich ihn so angeguckt, ich sage so, cool, mir kommt da gerade eine Idee, sage ich zu ihm. Ich sage so, was hältst du davon, wenn wir T-Shirts bedrucken, ja, und wir schreiben auf die Vorderseite so die Frage drauf, und was ist dein Stop? Und auf der Rückseite dann ganz groß mit großen Lettern der Margin Call Ausrufezeichen. Oh je. Ja. Oh je. Fand er total lustig irgendwie, war aber überhaupt gar nicht lustig gemeint. Nee, das war nicht lustig gemeint. Also Margin Call ist bitter. Aber Jens, danke, geile Anekdote, aber das ist tatsächlich tricky. Und wenn ich mal kurz die Zusammenfassung der bisherigen Antworten sehe. Ich möchte meinen 80% setzen, einen Stopp, aber wir haben tatsächlich 20, würde ich gut sagen, die hier mit einem mentalen Stopp arbeiten, und das ist natürlich auch eine Königsdisziplin. Viele setzen, und das ist auch vernünftig in meinen Augen, von vornherein mit der Orderaufgabe Take Profit und fixen Stop-Loss fest, allein schon auch, um risikooptimiert handeln zu können. Also das heißt, man macht zuerst Gedanken über das Risiko, dann
geht man auf die mögliche Chance, setzt das in ein gutes Verhältnis und ihr kennt sicherlich die Möglichkeiten des Chance-Risiko-Verhältnisses, dass die Trefferquote selbst mit erfolgreichem Trading gar nichts zu tun hat, sondern vielmehr eben das in Abhängigkeit des Chance-Risiko-Verhältnisses zu sehen ist. Und Trendfolgestrategien hier gleich mal am Rande laufen relativ häufig auch zum Beispiel in Stops. Ja, weil die richtige Trendbewegung zu erwischen, kann durchaus einige Zeit brauchen, was dazu führt, dass die Trefferquote bei Trendfolgestrategien in der Regel relativ deutlich unter 50% liegt, was nicht heißt, dass Trendfolgestrategie nicht funktioniert. Das heißt vielmehr, dass man hier eben mit einem anderen Parameter arbeiten muss und das nennt sich eben CRV. Das heißt, man muss versuchen, gerade im Sinne einer Trendstrategie eben eine Trendbewegung zu erwischen und wenn man diese erwischt, versucht man ein Vielfaches seines Risikos zu verdienen. CRV von 3:1 zum Beispiel erlaubt einem hier komfortabel zu handeln, mit einer Trefferquote von unter 40% sogar erfolgreich zu sein. Das sind Dinge, die sollte man auf jeden Fall wissen, aber um das Gros der Frage nochmal zusammenzusetzen, Möglichkeiten der Stoppsetzung, wie gesagt, 80% denke ich, haben hier, soweit von den Teilnehmern, die sich hier gemeldet haben, mit der Platzierung eines Stopps definitiv bei Traderöffnung sozusagen ihre Angabe gemacht und 20% tatsächlich gedanklich. Da hätte ich vielleicht an den Herrn Helmut, eine Frage, no way, mentaler Stopp. Helmut, meinst du das jetzt no way dahingehend, dass du nur einen mentalen Stopp setzt? Oder meinst du no way, mit Stopp muss schon sein oder no way, mentaler Stopp ist mir ein bisschen zu crazy? Das nochmal kurz sozusagen vertiefen als Nachgangsfrage. Stopp muss sein. Ja, okay. Wie gesagt, Jens, deine Meinung zu mentalen Stopps? Du selbst? Also, ist wie gesagt, ja, also die Frage ist schwierig, weil also ich arbeite nicht mit mentalen Stops. Ich fände es mal ganz interessant, mich dahingehend zu testen, ob ich es drauf hätte. Mhm. wobei ich wahrscheinlich, ich wäre jetzt mal so selbstbewusst und würde sagen, ja, mentale Stops, ich könnte mir vorstellen, dass ich es durchziehen könnte. Mhm. Aber ich glaube, an meinen Worten insgesamt merkt man ja schon, dass selbst ich als jemand, der schon ein paar Jährchen Trading auf dem Buckel hat und das auch professionell betreibt, sich das nicht zwangsläufig zutraut, das durchzuziehen. Weil das, ich finde das ganz interessant. Da hatte der Marty Schwartz mal was zu gesagt. Das ist der Pitbull-Trader. Der hatte mal in dem Marketbullsatz in der Serie von dem Schwager hat er ein Interview gegeben. Und der hat einen sehr militärischen Touch. Also das heißt, der war gedient, war, ich weiß gar nicht, ob er in Vietnam sogar war, hat auf jeden Fall, ist ein Marine und dergleichen. Und der hat gesagt, Trading vergleicht er gerne eben ja fast schon wie mit einem Krieg. Also es gibt ja Leute, die vergleichen das mit sportlicher Aktivität, andere eben mit Krieg und Sports. Der hat das sicherlich dann sehr martialisch dargestellt, aber sagte, wenn du unter Feuer stehst, unter feindlichem Beschuss, dann machst du alles andere als oder triffst alles andere als rationale Entscheidungen. Also da machen sich die coolsten Typen in die Hose. Ist natürlich jetzt schwierig zu sagen, Trading ist ähnlich, aber ich sage mal aus persönlicher Erfahrung, wenn es um größere Summen geht und man ist es nicht gewöhnt, ich habe schon Männer weinen sehen und hoffnungslos auf die Knie sinken und mich um Rat betteln, was sie denn tun sollen. Ist kein Scherz, ist tatsächlich wahr. Und deswegen würde ich mal sagen, macht es durchaus Sinn, sich vorher Gedanken zu machen, wann die Position eben der identifizierte Vorteil nicht mehr gegeben ist und dann auch ganz konsequent da einen Stop drauf zu legen. Also da brauche ich keinen mentalen Stop, sondern dann habe ich einfach, das ist dann halt der Stop, da ist dann halt aus. Ja? Das setzt einfach raus. Also das ist halt die Sache. Was ich noch sagen würde, ist, das setzt natürlich aber voraus, dass derjenige, welcher Trader natürlich einen Plan hat vorher. Die diese Arbeit nicht aufwenden wollen. Also erstmal auch sich auszubilden und den Vorteil zu identifizieren, dann wirklich solide Backtests und dergleichen zu machen. Sie dokumentieren ihre Trades auch nicht. Das heißt also, auch das einen Stop zu setzen und ein Trading Journal zu führen, das hat, glaube ich, psychologisch eine sehr, sehr ähnliche Herangehensweise. Ja, also psychologisch, mental, das ist sehr, sehr ähnlich, weil du wirst messbar. Du hast nämlich das Problem, wenn du deine Trades dokumentierst und es zeigt sich, dann kristallisiert sich raus, dass du eben nicht gut bist mit deinem Trading, dass du Geld verlierst, dann ist das etwas, wo du dich natürlich mit auseinandersetzen musst, ne, wenn du es aufschreibst. Wenn du es nicht aufschreibst, wenn du kein Trading-Journal führst, dann brauchst du dich damit nicht auseinandersetzen. Ähnlich ist es mit Verlusten oder dann Stop-Marken. Wenn ein Verlust, ein Floating Loss, also ein schwebender Verlust, ein realisierter Verlust wird, dann wird der real, das sagt der Name, ja, realisierter Verlust. Und plötzlich musst du dich damit beschäftigen. Absolut. Mentaler Stop, der
der tendiert dazu oder der sorgt dafür, dass du anfängst, eben den Verlust vor dir herzuschieben. Also das heißt, einen guten Grund zu finden, warum, wieso, weshalb die Position dann vielleicht doch nicht so schlecht ist, wie sie es ist. Mhm. Das ist immer die Herausforderung, ja, genau. Genau. Also das ist jetzt die Sache, das ist mein, also ich hole jetzt ziemlich weit aus, aber wenn ich halt sage, dass ich mir vorstellen könnte, ich könnte das schaffen mit den mit mentalen Stops, dann hat das natürlich den Grund, weil ich weiß, auf welchen Kennzahlen mein Trading basiert. Also das bedeutet anders, ich bin weniger dazu geneigt, Verluste ausufern zu lassen und dann nicht zu realisieren, weil ich genau weiß, dass mir das sogenannte Payoff Ratio versaut, also das Verhältnis durchschnittlicher Gewinner zu durchschnittlichen Verlusten. Und deswegen wäre ich wahrscheinlich in der Lage, dann auch recht zügig mental eben die Reißleine zu ziehen. Aber da gehört natürlich auch Wissen dazu, das ist immer der entscheidende Punkt irgendwo. Das ist genau die Sache, also wenn du die Erfahrung hast, glaube ich, dann geht das schon, aber ich wäre da, also ich wäre mal interessiert daran, für so ein Experiment zu machen, wobei ich sagen würde, ich würde das wahrscheinlich nicht mit unbedingt einem riesengroßen Konto machen. Ja, ja, aber okay, das ist ja trotzdem eine Herangehensweise. Aber ich sag mal, das ist ja offen und fair beantwortet, muss ich sagen. Also auch von mir jetzt aus der Praxis heraus, also ich weiß gar nicht eigentlich seit wann, aber ich muss sagen, ich hatte also schon vor langer, langer Zeit aufgehört, einen Trade ohne Stopp zu setzen. Das war, also das ist wirklich schon viele, viele Jahre her, dass ich das mal nicht gemacht habe. Also wirklich zu Anfängerzeiten, sage ich mal. Den Tipp kann man jedem nur geben, dass man hier wirklich agiert. Und was ich im Chat oder besser gesagt im Fragekontext sehe, warum viele mentale Stops wohl haben, Fragezeichen, liegt es daran, dass der Broker die Stops nicht fischen soll etc.? Ihr wisst, bei uns bei JFD seid ihr 100% anonym gegenüber des Liquiditätspools. Ja, eure Order wird dann praktisch per Signal erst in den Markt geschossen, wenn ein entsprechendes Level erreicht wird, ja, also das entsprechende Stop-Loss- oder Take-Profit-Level sozusagen, dann wird die Order aktiviert und geht in den Liquiditätspool. Vorher ist die Order sozusagen anonym. Das ist ja das, was wir auf unserer Website auch mit 100%iger Anonymität schreiben. Das heißt, es ist eben nicht so, dass der Liquiditätspool sieht, wo ihr eure Stops habt. Ja, es gibt ja auch bei den Add-ons im Übrigen die Stealth-Order oder den Stealth-Order-Masken-Add-on. Typ, wo man dann praktisch auch die Orders verdecken kann, was aber grundsätzlich bei uns jetzt gar nicht notwendig ist, da wir, ihr wisst es, nicht gegen euch handeln. Ja? Ein anderer Broker, der BB-Booking betreibt oder die Orders eben in-house handelt, der hat schon Interesse daran, auch zu sehen, wo sind denn die ganzen Levels, die es hier vielleicht lohnt abzuholen oder einen kleinen Spike einer Kerze zu erzeugen, um eben dann, sage ich mal, in so ein Sammelsurium am Stop-Levels reinzulaufen. Wie gesagt, das gibt es bei uns alles nicht und deswegen sagt es ja auch bei uns und das ist auch richtig so. Wo ich euch aber heute auch mal sensibilisieren will, das ist, was Jens auch sagte, in Sachen dessen, dass man sich mal überlegen muss, wie sieht das eigentlich aus? Habe ich einen Drawdown mal längere Zeit erleben müssen, beziehungsweise eine Verlustserie ohne Stopp, wirkt sich das natürlich immer krasser aus, meine lieben Zuschauer. Und jetzt mal unabhängig von Forex und CFD, gibt es sicherlich viele Anleger, die heute noch auf Deutsche Telekom Aktien sitzen, ja, die sie damals so 90 oder 100 Euro gekauft haben, und jetzt wahrscheinlich darauf warten, dass der Einstand wenigstens wieder erreicht wird. Ja, jetzt mal Dividenden unabhängig, darf man da sicherlich noch eine Zeit drauf warten. Aber der Punkt ist eben, Gewinne laufen lassen, Verluste begrenzen, da ist schon was dran. Ja, weil wenn man Verluste nicht begrenzt, und das seht ihr hier an dem Slide, dann ist es eben wie folgt, dass es natürlich hier nicht eine Milchmädchenrechnung ist nach dem Motto, ich verliere mal eben einen gewissen Prozentsatz und muss den gleichen Prozentsatz wieder verdienen, um auf Null zu kommen. Das ist natürlich der Trugschluss schlechthin. Dennoch ist es auch so, gerade im Aktienbusiness, dass man hier ganz klar feststellt, dass man eben auch von so Parametern spricht, Stop-Loss, so Pi mal Daumen bei -15, 20%. Warum? Weil das relativ gesehen wieder aufholbar ist bei einem einzelnen Investment-Position. Aufs ganze Portfolio gesehen ist das schon wieder eine andere Hausnummer. Aber im Prinzip will ich euch einfach mal zeigen, wie es denn hier bedarf, um eben auch gewisse Drawdown-Phasen oder auch Verlustserien wieder auszugleichen. Und das gilt es eben auch zu begrenzen, die Verluste. Ja? Denn es gibt auch durchaus Serien, wo man häufiger mal daneben liegt. Und da muss man sich auch klar darüber werden, dass man hier natürlich, um allein die Balance wieder auf plus minus null zu bringen, ein Stück weit Recovery braucht, um da wieder hinzukommen. Und je krasser das nach unten geht, bei -10% pro Position, jetzt sage ich mal gesprochen, braucht man einen Rebound von 11%. Das mag gehen. Bei -20 wird es schon sportlich, da sind wir bei 25%. Ja, und bei -30% Drawdown auf den Account erzogen, bezogen, hat man dann schon 43%, die man braucht. Und das Ganze geht exponentiell hier nach oben. Und Sie sehen auch dann, wenn man dann in Richtung -30 plus, also -40 geht oder ganz klar bei -50% bedarf es einer Performance von +100%, um allein wieder auf Einstand zu sein. Das heißt, Verluste sollte man keinesfalls in diese Region ausarten lassen.
Ja, weil wo gibt es denn den Trade, der um der Ecke oder um die Ecke lauert, nach dem Motto, ich mache mal hier eben einen Verdoppler, Im schlichtweg. Morning Meeting. Chris, im Morning Meeting, da gebe ich immer die Tipps. Also da gibt es diese. Ein Schalk. Aber gut, du hast ja vollkommen recht. Also da muss man auch aufpassen. Also der Jens hat gerade den Schalk geschluckt. Das für die Zuschauer, die das noch nicht kennen, kann ich nur darauf hinweisen, wir haben jeden Tag das Morning Meeting von 10.30 Uhr und auch DAX Long Short kurz nach 9 Uhr auf unserem JFD-Desktop. Und da zeigt Jens auch sehr schön immer auf, wenn er eine Trade-Idee hat oder eine Trade-Vorstellung, wie er mit dem Chance-Risiko-Parametern arbeitet, um im Hintergrund dann natürlich zum Beispiel größere Drawdown-Serien auch zu vermeiden. Also bevor ich jetzt dann nochmal die Slides auch direkt an Jens übergebe, will ich euch einfach nur mal sagen, lasst es nicht ausarten, meine lieben Zuschauer. Ja? Und auch also, nicht mit einem großen Hebel, da wird Jens dann noch was zu sagen. Aber Jens, du hast gerade noch was, schieß los. Diese Grafik, ehrlich gesagt, also wenn mich jemand jetzt fragen würde, so, die ist ja wirklich sehr einfach. Das ist absolut. Ja jetzt nicht irgendwie Mathematik irgendwie aus dem dritten Semester und lineare Algebra und was weiß ich. Der Witz an der Sache ist folgender, diese Grafik wird von so unglaublich vielen ignoriert. Also, weil die Sache ist ja, also besonders wenn du jetzt auch professionell Gelder verwaltest, also als Vermögensverwalter tätig bist, ich habe das auch immer wieder gesagt, also ein Vermögensverwalter, der das wirklich seriös betreibt, wie ich das ja tue, der verdient an zwei Komponenten, der Management-Fee und der Performance-Fee. Also das bedeutet anders, ich habe da, oder da ist eine Komponente drin, die nennt man High-Water-Mark. Und das bedeutet, dass du erst dann wieder Geld verdienst, also als Vermögensverwalter eine Performance-Fee bekommst von deinem Kunden, von deinem Investor, wenn du neue Equity-Hochs markiert hast. So, das bedeutet also jetzt anders, mal angenommen, der Kunde investiert 100.000 Euro und du tradest jetzt im ersten Monat für den 110.000 Euro. Also jetzt nach Management-Fee und so weiter bist du bei 110.000 Euro. Da wird der Schnitt gemacht. Dann bekommst du auf diese 10.000 Euro 20% Performance-Fee. Das sind also dann 2.000 Euro für dich als Vermögensverwalter. Exakt. Nächsten Monat versenkst du 3.000 Euro. Dann bist du bei 107.000 Euro. Liegst immer noch vorne für den Kunden. Ja, der liegt immer noch 7% vorne. Aber du als Vermögensverwalter bekommst kein Geld auf diese 7.000 Euro, weil du musst jetzt diese 110.000 Euro schlagen. High Water. Und jetzt kommt hier High Water, ganz genau. Und jetzt kommt natürlich der Punkt. Als Vermögensverwalter, also du kannst sofort, also kannst mit so dieser einfachen Grafik schon sehen, wenn jemand die verstanden hat und wirklich auch in seinem Trading diese in dem Trading Anwendung findet, derjenige, welcher der weiß, wovon er redet, weil wenn der nämlich einen Drawdown von sagen wir mal 40% hat, dann ist das, also das ist kein professioneller Trader. Also der darf generell keine Drawdowns von 40%, aber angenommen, der verdoppelt das Konto auf 100, von 100 auf 200.000 Euro und versenkt anschließend wieder 60.000 Euro davon. Dann sagst du, ja gut, in Ordnung, liegt immer noch 40 vorne. Ja, das mag sein, aber nicht jeder Investor hat von Beginn an investiert. Und wenn der von den 200 die 60 versenkt, dann sind das einfach mal 30% Drawdown. Das heißt, der muss erstmal, an der Stelle sieht man es, 43% machen, um erstmal wieder plus minus null zu sein, damit er wieder Performance-Fee verdienen kann. Und mit 43% ist er schon in der Top-Liga der Investment-Hedgefonds, sagen wir mal. Kommt natürlich drauf an. Also ich meine, klar, die 43%, die mache ich auch ganz einfach. Ich muss ja einfach nur 50% des Kapitals riskieren, ne? Und dann auf der Seite liegen. Also einfach mal einen Homerun schlagen. Mhm. Aber das ist natürlich nicht professionelles Trading, das ist Zockerei. Mhm. Und das ist halt ja genau die Sache. Ich finde das mal ganz interessant, weil viele, auch Privatanleger, sagen halt so, ja, wie machen es denn die Profis? Und realisieren gar nicht so sehr, wie die Profis tatsächlich arbeiten. Eben mit kleinen Hebeln, mit kleinen durchschnittlichen Risiken, aber es ist die Konstanz. Es ist so dieses, man nennt das im Poker, glaube ich, Grinding. Ne, das ist so dieses immer den Vorteil, sich seines Vorteils bewusst sein und dann sich das stückchenweise immer so rausschneiden. Mal hier ein Prozent eingesammelt, mal da 1,5% eingesammelt, dann hast du mal ein Prozent verloren. Aber so baust du das kontinuierlich auf und nach 12 Monaten machst du einen Schnitt und hast dann eine Performance, die im solide zweistelligen Bereich ist, bei ganz kleinen Risiken, die du getradet hast und vor allem, wo du auch immer die Möglichkeit hast, durch einfach mal einen Big Hit, also durch einen Home Run, den du auch erwischt. Also überleg mal, bist du zufälligerweise britisch Pfund, bist du short, weil, weiß ich nicht, Brexit-Sorgen und dergleichen, bist mit dem Trend nach dem Brexit short gegangen, so, dann kommt der 7.10., da kommt der Flash Crash über Nacht und am nächsten Morgen stehst du einfach mal 25% vorne mit der Position. Absolut. Warum? Ja, weil der Markt einfach 600 Pips weggeschmiert ist. Absolut. Durch welchen Grund auch immer, aber du bist ja halt nur mit deinem Ansatz short. Ne? Und genau diese Ausreißer bringen dann auch die große Performance. Und ich würde mal jetzt sagen, das trennt die Spreu vom Weizen, sagt man ja so schön. Ja, ich glaube, das trifft uns relativ gut.
Und also diese Grafik ist so perfekt. Also wenn ich jemandem empfehlen würde, was er sich für eine Grafik anschaut, dann soll er sich die anschauen, weil die einfach so wunderbar illustriert, warum, wieso, weshalb es meistens da nichts wird. Weil wenn du erstmal, sagen wir mal, 20% versenkt hast, wie groß ist denn dann die Wahrscheinlichkeit, dass du 25% einigermaßen mental stabil wieder zurückverdienst? Ich meine, hast du auf sich den Vorteil, hast du 20 versenkt. Also und das ist, glaube ich, das, was viele so ein bisschen auch ja, bedauerlicherweise ausbilden. Eigentlich, es kann ganz einfach sein, so will ich mal sagen, wenn man sich bestimmte Dinge einfach vergegenwärtigt. Also das heißt nicht, dass es leicht ist, ein Trading-Geld zu verdienen, aber an erster Stelle steht auch immer der Kapitalerhalt. Absolut. Und das zeigt relativ offensichtlich, warum der Kapitalerhalt so wichtig ist, und weil wenn erstmal eine bestimmte Schwelle überschritten ist, dann ist sowieso Ende, dann stehst du mit dem Kopf unter Wasser. Das ist korrekt, und da hast du jetzt eigentlich auch das i-Tüpfelchen angesprochen, ne? Dass man dann eben hier genau sein Risiko erhält, also das nochmal, bevor ich dann wirklich die Slides, du hast da noch einen Pack an Infos, müssen wir direkt mal abarbeiten, die Slides an dich rübergeben, ist es wirklich so, der Also wenn man jetzt, sag ich mal, schon länger in dem Business tätig ist, sei es jetzt wie Jens als Vermögensverwalter oder auch sein eigenes Geld managt, da ist das der Kapitalerhalt, das ist die Liquidität, das ist der Strom für euch, um sozusagen an den Märkten aktiv sein zu können. Das ist das Wichtigste. Ja, also Risiko optimiert zu agieren, ja, und als erstes eben den Liquiditäts- oder das Liquiditätspolster aufrechtzuerhalten, weil das ist eure Munition für den Markt. Und da geht es eben nicht darum, dass man hier Roulette spielt, All-In oder eine 50% Chance einfach mal All-In sozusagen abspielt, nach dem Motto, könnte ja klappen. Das hat nichts mit professionellem Trading zu tun. Deswegen, auch ein hoher Hebel ist hier nicht unbedingt das, wo jetzt viele dann geschrien haben, oh je, eine Hebelreduzierung oder oh je, was mache ich jetzt, wenn ich doch einen hohen Hebel brauche. Wozu braucht man einen hohen Hebel? Das ist relativ, meine lieben Zuschauer. Natürlich ist es eine interessante Sache, gehebelt am Markt zu agieren, aber das ist auch eine gewisse Art und Weise der Risikosteuerung, und überhebelt hat dann eben schon sehr wenig mit Risikooptimierung zu tun. Und Jens, ich würde eben mal sagen, neben dem danke, dass du dir die Folie gefallen hat, das freut mich, die kanntest du noch nicht, insofern wundert es mich ja, dass du direkt mal auf. Vor allem, ich finde diese Ampel so geil, ne? Ja, so das habe ich mir ausgedacht, danke. Grün, gelb, rot, so. Bam. Ja, es war einfach zur Illustration dessen ganz gut, denke ich mal. Bei minus 10%, ja, das kann man echt ausbügeln. Bei minus 20 wird es schon sportlich, aber alles, was drüber ist, das wird dann schon, ja, ich möchte sagen, mehr als sportlich, das ist dann schon Triathlon. Also das zu schaffen. Ja. Mir fällt gerade eine lustige Anekdote ein, muss ich unbedingt einstreuen, das ist immer so lustig. Ich hatte mal einen Kollegen, der hat sich tierisch darüber aufgeregt, wenn man im Chart zum Beispiel Unterstützung und Widerstände, also Widerstände mit Rot und Unterstützung mit Grün gekennzeichnet hat. Und dann habe ich gefragt, warum denn? Daraufhin sagte er, naja, weil das die Leute psychologisch einfach mal davon abhält, eine eigenständige Entscheidung zu treffen. Hm. Ich finde, manchmal muss man die Leute auch zu ihrem Glück zwingen, und da finde ich es auch absolut in Ordnung, wenn man sie, ja, also wenn man sie dann wirklich auch drauf stößt und sagt, pass auf, ja, hier ist die rote Linie. Ja, deswegen sind auch diese Pfeile so phänomenal gut in meinen Augen. Ah, Jens, du musst kurz den Bildschirm übernehmen. Ja, ich muss jetzt. Ich habe jetzt während deiner illustrierten Aussage, habe ich dir den Bildschirm mal rübergeschmissen, und jetzt siehe da, hat der Andreas schon gleich. Jawohl. Aber ich schaue nämlich mal ganz kurz, welcher Bildschirm wird eigentlich jetzt gezeigt? Das ist dein Dokument Word, deine DAX-Analyse, mein Guter. Ja, das ist richtig. So, aber jetzt müsste ich beim Risk-Money-Management... Ganz genau, sein, das oder? Sind die Slides. Richtig, richtig, richtig. Und wie gesagt, ich würde sagen, wir sind jetzt ein bisschen quer eingestiegen ins Thema, aber sag mal, euch war hoffentlich klar, worum es jetzt hier im ersten Teil sozusagen ging, ja, was wir euch sozusagen vermitteln wollen. Erst ein bisschen was aus der Praxis, und zweitens eben, dass es wirklich nicht am hohen Hebel liegt, hier erfolgreich zu sein. Und das, Jens, untermaust uns einfach mal ein bisschen. Du siehst ja genau wie ich die Fragen. Ich denke mal, wir werden hier die konsequent durchgehen. Was, Rolf, an dieser Stelle, was ist denn ein sinnvoller Hebel? Gibt es da eine passende Antwort, Jens? Also ich denke... Ja, es gibt eine sehr sinnvolle Antwort. Aber wenn ich die jetzt nehme, dann müssen wir alles wieder zurück aufrollen. Deswegen fangen wir von vorne an. Aber okay, es gibt tatsächlich eine gute Orientierung. Na, Rolf, wie gesagt, widme dich den Slides, dann schauen wir jetzt mal, dass es losgeht. Musst noch F5 drücken, oder gehst du so durch hier in der PowerPoint? Wir können auch so durchgehen oder so. Ich glaube, wir gehen so durch. Also dann, ich kann so ein bisschen springen. Ich glaube, das wäre jetzt zu langweilig, wenn wir hier jetzt die ganze Zeit alles so miteinander wegmachen. Ja, ich habe es ja ganz vorbildlich gemacht, ja, ganz sauber alles. Jeder, ob Anfänger oder Fortschrittler, weiß, wie wichtig ein adäquates Risk- und Money-Management im Trading ist. Ja, der genutzte Hebel spielt eine Rolle. Es gab ja ein Urteil, welches auch jetzt kursiert ist, was in vielen Foren diskutiert worden ist, einerseits von der SciSec, wo ich auch ganz ehrlich mal sagen muss, die SciSec hat hier ganz vorbildlich agiert, ja, und ich finde es wirklich, ich muss diesen Seitenhieb, den
verzeihe man mir bitte, aber ausgehend von den Entwicklungen jetzt rund um meinen ehemaligen Arbeitgeber, die ich heute früh im Morgen-Meeting schon thematisiert habe, es hat dann manchmal schon sehr absurde Züge auch angenommen, ja, wie stolz man darauf war, teilweise, das ist wichtig zu betonen, BaFin reguliert war und FCA reguliert und dergleichen. Naja, was man jetzt ja mittlerweile im Nachgang weiß, ist, dass noch nicht mal die CFTC und die NFA durchblicken, schon gar nicht, wenn man dann auch noch aggressivst belogen wird, ja, mit entsprechenden, was hinter den Kulissen los ist. Und ja, in dem Zusammenhang war es dann auch immer gerne so gefundenes Fressen, ne? CISEC, zypriotische Broker, da gibt es sicherlich einige, die haben sich nicht mit Lorbeeren geschmückt oder mit Ruhm bekleckert, aber es ist ja zum Beispiel bei JFD so, zypriotischer Broker, CISEC reguliert, an erster Stelle auch deswegen, weil es einfach mal, das muss man auch sagen, eine kostengünstige Variante ist. Und wenn du ein integres Geschäftsmodell hast, wie es JFD einfach hat, und nur auf Kommissionsbasis finanziert oder bezahlt wirst, dann kannst du dir einfach kein Büro irgendwo in London, in Canary Wharf oder an der Wall Street in New York leisten. Das ist einfach nicht machbar. Das Geld muss ja irgendwo herkommen, es muss finanziert werden. Und deswegen ist das immer so ein, ich finde das ein sehr grenzwertiges Argument, dann immer mit der Regulierungskeule zu schwingen. Und hinzu muss auch kommen, die CISEC hat in meinen Augen eine unglaublich vorbildliche Funktion eingenommen, nachdem bekannt wurde, dass da einiges eben schiefgelaufen ist mit binären Optionsbrokern und dem ganzen Kram. Und es gibt ein Prinzip, das ist von dem Autor vom Buch Narren des Zufalls. Das ist von dem Nassim Taleb, auf jeden Fall zu empfehlen. Der hat im Großen und Ganzen auch den Schwarzen Schwan geschrieben und dergleichen. Er hat noch ein weiteres Buch in dieser Serie geschrieben, das heißt Antifragilität. Ein unglaublich interessantes Buch, was nämlich zeigt, dass Erschütterungen und immer wieder auftretende Rückschläge, die CISEC ja hat, vernehmen müssen, dazu geführt hat, dass die einfach besser geworden ist. Die haben einfach mal immer wieder mit sehr, sehr diffizilen Situationen zu tun gehabt, mit, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen, Betrügereien oder mit unlauteren Mitteln, die denen da agiert worden ist und die hat unglaublich gut daraus gelernt, unglaublich sich weiterentwickelt und im Zusammenhang hier mit der Hebelreduktion war sie einfach mal die Erste, die gesagt hat, das auch Freunde der Sonne, Use of Leverage hier, der Standardhebel der Zukunft hier für in Zypern regulierte Broker zur Verfügung gestellt wird, ist 50:1. Das ist etwas, was natürlich, wie du schon gerade sagtest, es gibt genügend Leute, die das nicht gut finden, weil jetzt heißt es, oh, ich muss ein größeres Konto hinterlegen und dergleichen. Das ist auch tatsächlich, ist das auch wahr. Ich hab jemanden gehabt, der wollte bei mir eine Trading-Ausbildung machen. Er sagte dann auch, welchen Broker ich ihm denn empfehlen würde. Also er ist dann halt ein Scalper gewesen, also sehr kurzfristig orientiert, wobei er natürlich die Grundlagen für erfolgreiches profitables Trading erstmal grundsätzlich die gleichen sind. Und dann den Handelsansatz für sich zu formulieren, das kommt ja erst wesentlich später, nachdem man ein solides Gerüst gebaut hat. Der sagte dann, welchen Broker ich denn empfehlen würde. Und ich habe ihm natürlich gesagt, als Scalper, kurzfristig orientierter, bist du sicherlich auch sehr häufig mit Positionen am Markt unterwegs, wo der Stop sehr eng am Markt liegt. Stop-Phishing ist ein Thema, wenn du bei einem falschen Broker bist und dergleichen. Es ist nur JFD zu empfehlen in dem Zusammenhang, ausgehend von dem Geschäftsmodell. Keine Market-Maker-Lizenz und so weiter und so weiter. Und dann hat er sich mit JFD auseinandergesetzt und sagte, ja, ich wollte erstmal mit einem kleinen Konto starten, aber die bieten ja nur einen Hebel von 100:1 an. Standardmäßig. Beim CFD. Also du kannst, genau, ganz genau. Also der DAX war das Haupthandelsprodukt, ja. Okay. Dann sagte ich, ja, ich verstehe das Problem jetzt nicht, ehrlich gesagt. Ja, aber dann da kann ich ja dann gar keine großen Positionen fahren und dergleichen. Ja, sage ich, das ist auch sowieso erstmal nicht zu empfehlen, weil du willst es ja erstmal lernen. Also ich meine, du setzt dich ja nicht in ein Formel-1-Auto in der Fahrschule und sagst dir so, Alter, jetzt aber auf die Bahn und jetzt gucken wir mal, wie schnell das Ding geht. Vielleicht kriege ich ja die 400 gebrochen oder so. Sondern du musst ja erstmal gucken, dass du einigermaßen unfallfrei ausparkst. Ne? Ja, das hat er nicht verstanden. Du wusstest ja nicht, worauf ich hinaus wollte. Da habe ich das nochmal ein bisschen klarer formuliert. Auf jeden Fall hat er dann schlussendlich sich dann entschieden, ah nee, das ist nicht zu Ihnen, weil mit dem Hebel funktioniert das nicht so gut. Ich habe ihm dann nochmal eigentlich gesagt, ich so, du, wenn du mit der Ausbildung bei mir durch bist, dann wirst du gar keinen hohen Hebel mehr in deinem Trading fahren wollen. Denn dann geht es dir um was ganz anderes. Da steht an erster Stelle der Kapitalerhalt. Du willst erstmal nicht broke gehen, du willst dein Kapital erhalten und mit dem Vorteil, den du konstant immer wieder kapitalisierst, von dem auch weißt, dass es das ein Vorteil ist, ausgehend hiervon wirst du dann konstant beginnen, Geld aus dem Markt zu ziehen und dich auf der Kapitalkurve nach oben zu bewegen. Aber ein hoher Hebel ist in dem Zusammenhang komplett hinderlich. Das bedeutet, etwas anders formuliert, für Trader, denen das nicht bewusst ist, ist diese Hebelreduktion erstmal eine Katastrophe. Die sagen, ja, was soll denn das? Ja, jetzt muss ich mehr Geld beim Broker deponieren und so weiter. Das ist total kundenunfreundlich. Tatsächlich ist diese Entscheidung
unfassbar kundenfreundlich und zeigt auch die Weitsicht und das Verständnis, das die SciSec ganz offensichtlich für diese Branche durch die Ereignisse in der jüngeren Zukunft entwickelt hat. Und ich persönlich habe jüngere Vergangenheit. Wir wollen die Zukunft sozusagen noch nicht vorwegnehmen. Wir wissen ja noch nicht, was passiert. Du hast gerade Zukunft gesagt, Jens. Oh, selbstverständlich, ja. Immer nach vorne blicken. Das ist auch okay so. Das passt. Um Gottes Willen, ich wollte dich nicht unterbrechen, Jens, aber nur, dass da nicht der ein oder andere dann jetzt denkt, wieso spricht er jetzt von der Zukunft, die dann noch kommen kann. Das ist aber wirklich eine weise Voraussicht und SciSec, wie du vorhin gesagt hast, ist längst kein Grund mehr, hier irgendwo da zweifelhaft zu sein, zumal ja auch, das ist wichtig für euch zu wissen, die jetzt hier auch frisch sind bei JFD oder in dem Webinar, die Kundengelder sind segregiert vom Firmenvermögen. Die liegen bei einer deutschen -britischen Bank und sind auch dort hinterlegt. Das heißt, selbst wenn da was passiert mit JFD, wovon wir nicht ausgehen, weil wir, wie gesagt, auch ein anderes Geschäftsmodell fahren, sind die Kundengelder davon nicht betroffen. Das ist immer wieder ganz, ganz wichtig zu erwähnen. Und ja, Jens, fahr fort. Das ist, denke ich mal, auch nicht mal ganz uninteressant, um hier mal der Grund oder dem Grund auf die Schliche zu kommen, was auch Andreas jetzt hier übrigens schreibt. Risikoverlust hängt von der Stückzahl teilweise auch ab, die man ordert, nicht vom Stopp. Abstand. Ja, korrekt erkannt, Andreas. Und Andreas sagte vorhin, er wäre wohl noch ein Einsteiger, so will ich es mal sagen, und aber korrekt erkannt. Ganz genau richtig. Genau, also jetzt, ich schreibe es, das ist lange überfällig, tatsächlich kein Zufall, wenn ich als professioneller Trader, Vermögensverwalter, Trading Coach, wie gesagt, auch meine Studenten dazu anhalte und das auch begrüße. Also ich persönlich fand diese Entscheidung super. Ja, im Gegensatz zu vielen anderen, die halt dann sagten, um Himmels Willen, ja, jetzt muss ich mich ja plötzlich bemühen, jetzt muss ich ja plötzlich schauen, dass meine Positionsgröße angepasst sind. Ich habe jetzt hier dann den Grund geschrieben, warum. Ich weiß, dass ein reduzierter, effektiver Hebel die Wahrscheinlichkeit, in seinem Trading langfristig profitabel zu sein, massiv erhöht. Zu der Grafik kommen wir gleich, die sieht man hier unten schon bereits. Es ist aber wichtig, ein bisschen Vorarbeit zu leisten, um erstmal zu verstehen, was ist denn überhaupt der Unterschied zwischen einem nominalen und zwischen einem effektiven Hebel. Ich habe jetzt hier wieder sehr, sehr viel Text. Ich habe echt eine Angewohnheit, immer unfassbar viel Text zu schreiben. Ich habe den Junggesellenabschied für meinen Bruder letztes Jahr organisiert. Die waren alle super nett, die Jungs, nur mich konnten sie nicht leiden, weil ich immer Mails geschrieben habe, die einfach nach unten rausgeholt. Ich wollte jedes Detail eben abdecken. Ja, das kam nicht so gut an. Auf jeden Fall, es wird klar werden, worauf ich hinaus möchte. Also, und zwar, dieses Rundschreiben 168, dieses Circular von der SciSec, das bezieht sich eben auf den sogenannten nominalen Hebel. Das ist nicht der effektive Hebel. Der nominale Hebel ist der Broker, der einem seitens des Brokers zur Verfügung gestellt wird. Also jetzt in dem Fall aktualisiert der Standardhebel zum Beispiel bei JFD 50 zu 1. Das bedeutet anders, wenn ich ein 10.000 Euro Konto bei JFD habe, dann könnte ich theoretisch, jetzt mal unabhängig davon betrachtet, dass wir natürlich eine Margin hinterlegen müssen, Stopweite, Spread und dergleichen, deswegen nur theoretisch, aber man könnte theoretisch eine Position von bis zu 500.000 Einheiten, beispielsweise Euro, US-Dollar traden. Das bedeutet also, ich multipliziere diese 50, diesen angebotenen nominalen Hebel, mit den 10.000 und erhalte 500.000. So, das ist der nominale Hebel und der bestimmt das. Das heißt also etwas anders, wenn wir es kurz fassen, desto höher jetzt dieser nominale Hebel wird, den mir der Broker anbietet, umso höher könnte dann die Positionsgröße sein. Ne? Das bedeutet, wenn ich jetzt einen nominalen Hebel von zum Beispiel 200 zu 1 habe, dann kann ich eine Position der 10.000 Euro hier bewegen von 2 Millionen. Das ist jetzt natürlich an der Stelle erstmal ausgeklammert, ich will es nicht zu kompliziert werden lassen. Wenn wir jetzt zum Beispiel die Einzahlungssumme betrachten und in dem Zusammenhang dann auch die zu hinterlegende Margin und dergleichen berücksichtigen, das wollen wir an der Stelle einfach mal ausklammern, denn es reicht an der Stelle tatsächlich bei dem nominalen Hebel, das so festzuhalten, denn so signifikant ist der gar nicht. Ja? Übrigens, Rainer fragt gerade, wie er den Hebel bei JFD verändert, Chris. Ja, habe ich gesehen. Danke für den Einwand oder für die Info. Rainer, du kannst dich hier dahingehend immer an den Customer Support wenden. Die geben dir dann praktisch Auskunft über deine aktuelle Hebeljustierung. Wie gesagt, wir haben ja im Forex-Bereich da auch noch andere Regulationen und da kommt es auch auf die entsprechenden Währungspaare an. Also hier gibt es auch da Unterschiede von Major Pairs über Exotic Pairs bis Cross-Rates. Reine Anfrage zur Hebeljustierung. Jetzt Standard, alle Neukunden sind auf 1,50. Man kann aber hier mit dem Kundensupport in Kontakt treten und da auch eine Hebeljustierung vornehmen lassen. Also da bitte an den Customer Support, also einfach support@jfdbrokers.de für den deutschsprachigen Raum
und dann gibt es da auch eine Antwort und das wird dann entsprechend auch, sage ich mal, intern ins Backoffice geleitet und dann geht das seinen Gang. Also ganz unkompliziert, eine E-Mail oder man könnte es auch über die Chat-Funktion machen auf der Website, aber eine E-Mail hilft dir sicherlich schnell weiter. Ja, also nominale Hebel, damit ist das im Grunde genommen dann abgearbeitet, das ist der Broker, vom Broker zur Verfügung gestellte Hebel. Jetzt der wesentlich interessantere, ja, der sogenannte effektive Hebel. Es gibt die Möglichkeit, den Hebel zu reduzieren und ausgehend hiervon profitabler zu werden. Das habe ich gerade im Eingang schon gesagt gehabt. Und das hat tatsächlich mit dem sogenannten effektiven Hebel zu tun. Also nicht verwechseln den effektiven mit dem nominalen Hebel. Der effektive Hebel ist der Hebel, den ich als Trader selber beeinflussen kann in meinem Trading. Der nominale Hebel ist der von dem Broker zur Verfügung gestellte. Also wenn der Broker jetzt sagt, du hast einen Hebel von 50 zu 1, dann bedeutet das über den, wie viel Kapital muss ich einzahlen, ausgehend von der Margin-Anforderung, damit ich ausreichend gut kapitalisiert bin, um entsprechende Positionen mit meinem Handelseinsatz korrespondierend eingehen zu können. Der effektive Hebel, den beeinflusse ich in meinem Trading eben selber. Effektiver Hebel, der definiert sich tatsächlich relativ einfach, dadurch, dass wir nämlich die Positionsgröße des Trades nehmen und das durch die Kontogröße teilen. Positionsgröße des Trades bedeutet an der Stelle nicht, dass wir jetzt sagen, ich handle 4 DAX-CFDs oder 40 DAX-CFDs und teile die durch die Kontogröße, sondern wir brauchen den Gegenwert dieser Position. Also das bedeutet zum Beispiel im Falle Euro-US-Dollar, wenn ich einen Lot Euro-US-Dollar handle, also das sind 100.000 Einheiten, und meine Kontogröße sind 10.000 Euro, dann bedeutet das etwas anders, dass ich einen Gegenwert hier bewege von 100.000 Euro geteilt durch 10.000, also einen effektiven Hebel in meinem Trading nutze von 10 zu 1. Im Falle des DAXes, und dafür habe ich jetzt hier schon mal den Editor aufgemacht, weil ich davon ausgehe, dass viele den DAX auch traden. Ich nehme es immer gerne als Beispiel für den Euro-US-Dollar, weil es einfach schnell gemacht ist. Da weißt du, ein Lot sind 100.000 Euro, das teilst du durch die Positionsgröße, durch die Kontogröße und zack, hast du den effektiven Hebel. Viele handeln aber den DAX. Der DAX notiert aktuell bei, sagen wir mal, roundabout 11.550 Punkten. Und jetzt ist es eben so, wenn ich ein DAX-CFD trade, oh Moment, DAX-CFD trade, dann bewege ich damit einen Gegenwert von 11.550 Euro. Das heißt anders, wenn ich 10 DAX-CFDs zum Beispiel trade, 10 DAX-CFDs, dann bewege ich einen Gegenwert von 10 mal 11.550 gleich 110.550, richtig? Ja, Euro. Und das bedeutet etwas anders, dass der effektive Hebel sich dann berechnet, effektiver Hebel, dass der sich berechnet durch diese 110.000. Jens, es müssten 15.000 sein, aber nur ein kleiner Rechenfehler. Also es wären 115.000. Ja, ab 6 Uhr ist es bei mir ganz schlimm. Ja, ja, zum Glück sind wir noch kurz davor, aber das ist ja fast die Kurve geworden. Passt aber, danke. Wir haben auch einige genau zur gleichen Zeit aufgehuschten Webinar-Teilnehmer, die das entsprechend schnell auch gecheckt haben. Sehr schön, danke für die Aufmerksamkeit. Das war bestimmt, das war ein Test, ich wollte gerade sagen, das war bestimmt ein Test von dir. Ich habe das mal in dem Vortrag gesehen. Ich habe ja den Wolf der Wall Street, der war hier in Berlin im Estrell und mein Bruder hat mir das zum Geburtstag geschenkt, da habe ich mir einen Vortrag von ihm angeguckt. Ein unglaublich guter Redner und vor allem, wenn du gemerkt hast, dass die Leute irgendwie dann so abgelenkt waren, der hat dann unglaublich gutes Gespür gehabt, dann hat er immer so in die Hände geklatscht. Ja, und hat dann gesagt so, and all the hands in the air, stand up, you're the greatest. Und dann sind alle Kisten wieder wach gewesen und ging es wieder von vorne los. Naja, gut, also 115 geteilt durch 10. So, das ergibt 11,55 zu 1. So. Das ist dann der effektive Hebel an dieser Stelle, ja, wenn man das jetzt zum Beispiel mal auf den DAX eben entsprechend berechnet. Also beim DAX-CFD ist das tatsächlich ganz einfach. Wir gucken uns einfach an, wo ist der Indexstand. Also 11.550 zum Beispiel, nehmen unsere DAX-Positionsgröße, multiplizieren die mit diesem Indexstand und teilen das dann eben durch unser zur Verfügung stehendes Kontokapital. So, das ist der effektive Hebel. Und jetzt habe ich das schon auch gerade gesagt, wir interagieren diese zwei miteinander. Anders formulieren lässt sich das so sagen, wenn der nominale Hebel des Brokers ein hoher zur Verfügung gestellter nominaler Hebel ist, dann sind die Chancen, dass sie diesen auch nutzen, extrem hoch. Das ist ungefähr genauso, wie gesagt, als wenn man einem Fünfjährigen eine Box Süßigkeiten hinstellt und sagt, nicht alles auf einmal essen. Ja? Oder
teilt dir dasselbe ein oder dergleichen, er wird es nicht tun. Also das Problem dabei ist folgendes, der ein oder andere, da muss man immer so ein bisschen, also ich muss da ein bisschen vorsichtig sein, weil ich mache das ja auch schon ein paar Jahre, Vorträge halten und dergleichen, und manchmal klingt das so ein bisschen, ich sag mal, das ist blunt, ich sehe es schon gerade, Herr Roland, das ist doch Quatsch. Roland, erfahrungsgemäß, nein, es ist kein Quatsch. Das ist nicht böse gemeint, es ist tatsächlich so. Die Leute tun es. Eventuell bist du diszipliniert genug, aber das ist dann wieder so dieser Moment, wenn du unter Feuer stehst beim Trading. Du ignorierst es. Also wenn du keinen klar formulierten Handelsplan hast, eine ganz klare Routine, die du durcharbeitest, ja, dann wirst du früher oder später davon abweichen. Du wirst irgendwann früher oder später sagen, ich greife jetzt mal voll in diese Süßigkeitenbox rein, der Hebel steht ja da, und das sind dann meistens so diese, also ja, diese Trades, wo man auch merkt, jetzt ist der gerade aus seinem mentalen Gleichgewicht gekippt. Also es gibt dann in der Trading-Psychologie so etwas, das nennt sich Jerks-Dodson-Kurve. Und der höchste Punkt dieser Kurve, das ist der Bereich des optimalen Erregungsniveaus. Und sobald du aus diesem Kreis mehr oder minder rauskippst auf der rechten Seite, da fällst du in den Bereich der Irrationalität. Also das ist dann, wenn man halt, ich weiß nicht, sauer wird, ja, wenn man durch irgendetwas gerade tierisch geärgert wird oder dergleichen, ja, wenn man schon mal einen Streit hatte mit einem vielleicht geliebten Menschen. Es gibt Sachen, die würdest du dem niemals sagen. Also wenn du auf dein rationales Denken zurückgreifst, dann würdest du dem das nie sagen, aber wenn die Emotionen hochkochen, dann tust du es. Das kennt auch jeder, das ist jedem bewusst, und ich glaube, das ist auch menschlich und das ist auch vollkommen natürlich. Es zeigt eben dann, wie viel hier im Bereich der sogenannten unbewussten Kompetenz schon abgespeichert ist. Auf die greift man nämlich dann an der Stelle zurück. Also das bedeutet zum Beispiel, selbst wenn ich, und das ist mir auch schon geschehen, wenn ich zum Beispiel... ich sag mal, nicht Herr meiner Sinne bin, ist schwierig, weil eigentlich bin ich das immer im Trading. Und wenn ich das nicht bin, wenn ich gerade aufgebracht bin oder dergleichen, dann trade ich einfach nicht. Aber ich sag mal, wenn man so ein bisschen erschöpft ist beispielsweise, ich komme nie auf die Idee. Also bei mir ist das ein ganz natürlicher Ablauf. Selbst wenn ich abgelenkt bin beim Trade, Chance-Risiko-Verhältnisse berechnen. Und zwar basieren auf zunächst, wo liegt mein Stop initial. Und das ist etwas, was ich kontinuierlich immer wieder durcharbeite. Jemand, der das nicht im Bereich der unbewussten Kompetenz gespeichert hat, der wird das nicht anwenden können, der wird den Stop nicht setzen. Das ist ein ganz natürliches Herangehen. Das ist, ja, also Trading, also ich glaube, wir ufern ein bisschen aus. Aber wie gesagt, also Fakt ist auf jeden Fall erfahrungsgemäß, ein Großteil der Trader tut es nicht. Ein Großteil der Trader ist dort nicht in der Lage, nicht in diese so prall gefüllte, leckere Süßigkeitenbox zu faxen. Erfahrungsgemäß tun es die meisten. Und es gibt jetzt diese Grafik, gerade eben, da kam ja die Frage, was wäre denn ein guter, effektiver Hebel? Ich habe hier eine Grafik von einem Britbroker, anonym, wohlgemerkt, für einen Zeitraum von etwas über einem Jahr ist das. Und ich hoffe, beziehungsweise ich mache mal Folgendes, die mache ich mal so groß, dann sieht man die noch ein bisschen besser. So. Und diese Grafik, die zeigt hier den Anteil profitabler Trader nach einem Hebel. Und was wir hier unten sehen auf dieser X-Achse, ist der Hebel, der effektive Hebel, wohlgemerkt, der kleiner 5 war in diesem Zeitraum, der Trader, die den Hebel, effektiven Hebel kleiner 5 gewählt haben. Und der wird nach rechts immer größer. Und irgendwann haben wir hier den Bereich, wo der Hebel größer 25 zu 1 ist. Um das jetzt nochmal auf den DAX anzuwenden, auf dieses Beispiel, ja, einen effektiven Hebel von 25 zu 1 bedeutet an der Stelle, dass wir auf ein 10.000 Euro Konto hier nochmal 25 kommen ungefähr hin, ne? So Pi mal Daumen, wenn wir 25 machen, dann sind wir bei 25 mal 11.550, das sind 288.000, das ist ein Gegenwert dann von 288.000, der aufmerksame Zuhörer und diejenigen, welche, die schon ein bisschen länger dabei sind, werden sagen, oh, das ist doch ein DAX-CFD, ja, Entschuldigung, ein DAX-Future, also ein DAX-Index-Future-Punkt, hat ja 25 Euro Gegenwert. Das haben wir einen Gegenwert von 288.750 Euro, die wir mit unseren 10.000 Euro bewegen. Die 10.000 Euro, gehe ich davon aus, werden locker dafür in der Lage sein, die Margin auch aufzubringen. So, und das teilen wir dann durch eben diese 10.000 Euro, wird dann allerdings schon knapp, also das Konto, das ist dann schon arg, ja, gebeutelt kann man nicht sagen, es ist ja nur geblockt, die Margin, aber nichtsdestotrotz, der effektive Hebel ist an dieser Stelle 28,875 zu 1. Kurz einen Augenblick, ich mache mal 8,8750. So, der ist dann hier 28,875. So, das ist einfach mal in diesem Beispiel. Wenn 10.000 Euro Konto tradet und da eine gewisse Positionsgröße hat, sagen wir von 25 DAX-CFDs standardmäßig, da ist in diesem Zeitraum hier, bei dieser Betrachtung,
dieserjenige welche Trader nur in 18% der Fälle im Schnitt profitabel. Das heißt, aus 10 Tradern sind weniger als 2 im Schnitt profitabel gewesen, wenn die die Positionskurse so hoch gewählt haben. Den Hebel meinst du? Genau, wenn sie den Hebel hoch genug gewählt haben. Wenn sie diesen Hebel massiv reduzieren, also in der Stelle dann auf kleiner 5 zu 1 gehen, dann steigert das, und das ist das, was ich meinte, die Profitabilitätswahrscheinlichkeit um mehr als 50%, denn plötzlich sind 40% dieser Trader, sind die profitabel potenziell. Ja, also das bedeutet in diesem Zeitraum zumindest. Das Interessante hierbei ist Folgendes. Ich habe das auch auf vorigen Vorträgen gemacht, auch zum Beispiel Grafiken in meinem Buch verwandt und dergleichen, zu durchschnittlichen Gewinnern, durchschnittlichen Verlierern, Trefferquote. Ich habe immer gesagt, das Einzige, was hier eigentlich passiert langfristig, ist, dass dort unten die Assets durchgewechselt werden. Das Verhältnis durchschnittlicher Gewinner zu durchschnittlichen Verlusten, das bleibt ungefähr 1 zu 2. Das ist nicht 2 zu 1, sondern 1 zu 2. Das heißt also, dass der Verlust im Schnitt doppelt so hoch ist wie der Gewinn. Und in der Tat ist es so, ich habe dann nochmal geupdatete Daten gesehen, ich habe natürlich jetzt gerade jemand mehr als 100%, also von 18 auf über 40% sind natürlich 100% Steigerung. Ja, also jetzt, ja, natürlich, richtig, Verzeihung. Aber Fakt ist auf jeden Fall, das hat wissenschaftliche Gründe, warum das so ist. Also im Verhältnis jetzt der durchschnittlichen Gewinner zu den durchschnittlichen Verlierern, das kommt aus der Behavioral Finance. Und das Buch Fast Thinking Slow, also schnelles Denken, langsames Denken, von Kahneman ist es. Der hat zusammen mit dem Amos Tversky zusammen sehr, sehr tolle Ausarbeitungen zum Thema Verlustaversion thematisiert. Und das ist im Kern das, was das beinhaltet. Ich habe es gerade schon gelesen, Gier beispielsweise. Das Gegenteil von Gier an der Stelle ist zum Beispiel Verlustangst. Also wirklich Verluste nicht in der Lage sein zu realisieren, weil es einfach wehtut. Wobei man aber letztens interessanterweise da hinzufügen sollte, wahrscheinlich wirst du das auch kennen, Chris, oder? Wenn du mal eine Position hast, die wirklich gegen dich gelaufen ist, wo alles schief gelaufen ist, wo du gegen die Regeln verstoßen hast und dergleichen, wenn du die zumachst, dann ist das wirklich wie befreiend. Also das ist so, als wenn die ganze Zeit einer auf deinem Brustkorb sitzt und nicht richtig atmen kannst und dann machst du die Position zu, realisierst den Verlust und plötzlich kannst du wieder frei atmen. Das ist irgendwie, kennst du das? Das kennst du bestimmt, oder? Absolut, absolut. Also sag mal, jetzt in letzter Zeit eigentlich nicht mehr. Im Moment ist es natürlich wieder Murphy's Law, jetzt klingelt es hier gerade. Da gebe ich dir definitiv recht, dass das in der Vergangenheit durchaus vorgekommen ist, aber im Laufe der Zeit oder auch jetzt eben längerfristig gesprochen, ist es genau der Punkt, wenn man sich unwohl fühlt, ja, bei einem Trade, der dann auch noch gegen einen läuft, dann weiß man, dass man irgendwas falsch gemacht hat, dahingehend, dass der Trade so emotionalisiert und personalisiert wird, dass es dann eben einem stresst, förmlich auf der Brust sitzt. Das ist dann genau der Punkt, wo man sagt, also entweder bin ich hier überhebelt unterwegs oder habe eine einfach viel zu große Positionsgröße gewählt. Das darf beim Trading definitiv nicht vorkommen. Man weiß ja letztlich nicht, welcher Trade der Runner oder Schrägstrich der Stopper wird. Und insofern darf man die Trades auch nie emotionalisieren. Und ganz, ganz großer Punkt, wenn das auftritt, das ist das erste Zeichen, was einem sagt, Moment, liebe Zuschauer oder Moment, Marktteilnehmer, hier ist definitiv was im Argen. Ja. Das Bedauerliche ist, ich sehe jetzt gerade, dass der Roland leider das Webinar jetzt verlassen hat. Fand er jetzt nicht so gut, ja, dass ich gesagt habe, er fasst in die Süßigkeitenbox. Das ist jetzt ein bisschen blöd, weil jetzt kommt nämlich etwas, das habe ich extra vorbereitet. Das hat ein bisschen gedauert, bis ich das so zusammen hatte. Schade. Aber es illustriert, glaube ich, ganz gut, was da passiert, an einem hypothetischen Beispiel, aber was extrem gut funktioniert in meinen Augen. Und zwar, ich mache das mal mit der Präsentation, damit man auch sieht, wie cool das jetzt so reinfliegt. Dann lass mal sehen. Ja, befindet sich der Hauptgrund in mentalen Gründen. Wir stellen uns Folgendes vor, wir haben 10.000 Euro Konto, also jetzt sagen wir mal der Roland, der nicht mehr da ist, und ich. Beide beim gleichen Broker, JFD, 10.000 Euro. Wir haben eine Margin von 100 Euro pro 10.000 Einheiten Euro US-Dollar, also pro Minilot. Und wir haben eine identische Strategie, wie auch immer die geratet ist, ja, Moving Average, Crossover, was weiß ich was. Das Risiko pro Trade beträgt 100 Pips, das Gewinnmitnahmelevel liegt bei 200 Pips. Also Chance-Risiko-Verhältnis, Initial- bzw. dann auch langfristig ein Payoff-Ratio, jetzt ohne Berücksichtigung der Slippage, der ermöglichen und dergleichen Kommission von 2 zu 1. Jetzt stellen wir uns Folgendes vor. Also, das ist Roland. Der effektive Hebel liegt bei 20 zu 1 in seinem Trading. Das bedeutet, er bewegt nach der Definition oben, nach dem effektiven Hebel, eine Positionsgröße von 200.000 Einheiten. Der Pip-Wert beträgt derzeit beim Euro-US-Dollar ungefähr 9 Euro pro Lot. Also das heißt, er ist bei 200.000 Einheiten, bei 2 Lots, also ungefähr einem Pip-Wert von 18 Euro. Mhm. Jetzt komme ich.
Ich habe einen effektiven Hebel in meinem Trading von 5 zu 1. Das ist tatsächlich schon sehr aggressiv. Wer zum Beispiel mir im Morning Meeting folgt, wird gesehen haben, oder auch letzte Woche schon, ich hatte einen DAX-Trade laufen, habe dort 50 DAXe verkauft gehabt. Also das heißt, ein Punkt sind 50 Euro. Da wird der eine oder andere jetzt schon sagen, wow, das ist eine ganze Menge. Das muss man aber in Relation setzen zu dem gehandelten Handelskonto. Um das jetzt mal ein bisschen rund zu sprechen, das bedeutet, in dem Trade habe ich 50 DAXe gehandelt, bei einem DAX-Stand von, was waren es, 11.600 Punkte von mir aus. So, wenn wir das jetzt miteinander multiplizieren, dann sind wir bei 580.000 Gegenwert, die ich bewege. Ja, also Gegenwert der Pussy. Und ich handle gleichzeitig ein Konto von 200.000 Euro. Wenn ich jetzt den effektiven Hebel hier berechne, effektiver Hebel, dann sind wir bei 580k geteilt durch 200k. Dann sieht man schon bereits, dass der effektive Hebel in diesem Fall bei 2,9 liegt. Gleich 2,9. Das ist tatsächlich gar nicht unüblich. Also der effektive Hebel in meinem Trading, auch in dem in der Vermögensverwaltung, die ich halt trade, der ist seltenst größer 5 zu 1, bewegt sich eher so in einer Range um 3. Pi mal Daumen. Also das heißt im Umkehrschluss, ich bin hier mir dieser Tatsache, kurzen Augenblick, durchaus bewusst und mit einem Hebel von kleiner 5 zu 1 gehöre ich sehr wahrscheinlich zur profitablen Sorte beim Trading. Also Profitabilität fängt bei mir im Grunde genommen bei der Positionsgröße tatsächlich schon an. Und jetzt ist es eben entsprechend so, ich habe wie gesagt einen effektiven Hebel von 5 zu 1, trade 50.000 Einheiten, Euro, US-Dollar, PIP-Wert ist dann folglich ungefähr 4,50 Euro. Wir gehen jetzt beide in Euro-US-Dollar Long. Position verliert zunächst 60 Pips. Nochmal, initial liegt der Stop bei 100 Pips, der wird nicht verändert. Also der liegt da und der bleibt da. Entweder Make or Break, das heißt also entweder du läufst ins Ziel oder du holst den Stop. Jetzt gehen wir davon aus, Rolands Kontostand bewegt sich hier, nachdem 4.000 Euro Margin geblockt sind, bei einem derzeit nicht realisierten Verlust, also bei sogenannten Floating Loss, bei 1.080 Euro. Das heißt also, seine verfügbare Margin, die schrumpft, auf noch 4.920 Euro. Jetzt muss man natürlich sehen, er hat natürlich erst im gewissen Sinn, in Anführungsstrichen erst, muss man dazu sagen, er hat natürlich erst 1.000 Euro, rund 1.100 Euro verloren, also rund 11% jetzt Kapitalrücksetzer zu sehen bekommen. Aber mental macht das schon etwas mit einem, wenn die verfügbare Equity unter die Hälfte des Kontos fällt. Das kann ich aus Erfahrung sagen. Ich hingegen, das sieht bei mir so aus. Ich habe 1.000 Euro Margin geblockt, ich habe einen nicht realisierten Verlust von 270 Euro. Mein Kontostand, der liegt also bei auch schon sehr signifikanten, ehrlich gesagt, 2,7% Verlust, also nur damit man eine Größe hat aus meinem Trading. Der durchschnittliche Loss in meinem Trading liegt bei 0,5%, also 0,4 bis 0,5%, so in dieser Range ungefähr. Das ist also schon jetzt extrem aggressiv, aber nichtsdestotrotz, ich werde damit klarkommen. Also denke ich mal, behaupte ich jetzt einfach mal. Jetzt die Frage der Fragen, was glauben auch die Teilnehmer jetzt an dieser Stelle, wer wohl eher von seiner ursprünglichen Strategie abweichen wird? Ich denke, dass die Frage eigentlich nur rhetorisch ist. Ich fast denke, rhetorisch, aber Frage, ja, ich denke auch, aber das wäre trotzdem interessant. Vielleicht gibt es ja auch jemanden, der sagt, nee, da bin ich sozusagen eiskalt und da am Markt. Aber wie gesagt, das spielt ja beim Trading ja ohnehin die Psychologie die entscheidende Rolle. Und wenn man sich hier in den Dschungelkampf immer begibt, sozusagen, ist das immer relativ. Ja, dass man da sagt, ja, das interessiert mich jetzt nicht oder juckt mich nicht. Also das juckt einen so lange nicht, bis dann tatsächlich wirklich der Kontostand halbiert ist. Und sei es nur eben mit der geblockten Margin, da wird einen teilweise dann durchaus anders. Und das ist ein schöner Vergleich, Jens. Ich kannte den in der Art noch nicht, aber das sensibilisiert natürlich dafür, dass man eben auch, und darum ging es ja auch heute, sein Money- und Riskmanagement eben auch anhand des Hebels schon orientieren kann. Ja, ganz, ganz wichtig. Und darüber eben nachzudenken, lohnt in jedem Falle. Ganz interessant ist übrigens, Resa schreibt, wie oft schickte sich der Euro-US-Dollar an, eine Bewegung zu machen? Ich ging mit 5 CFDs total überhebelt rein, weil es todsicher aussah. Mhm. Und er machte eine Bewegung in die falsche Richtung. Und aus Angst, weil ein paar hundert Euro ins Minus standen, weil ein paar hundert Euro Minus zu Buche standen, schloss ich die Position. Bei kleinem effektiven Hebel und Eindämmen meiner Gier wäre das nicht passiert.
Das ist genau das Abweichen von der ursprünglichen Strategie. Und wie oft passiert es vor allem dann, dass der Trade sich tatsächlich initial jetzt nicht so gut für einen entwickelt, aber dann nach hinten raus doch noch ins Laufen kommt und man dann irgendwie versucht, nochmal reinzukommen und dann anfängt eine riesengroße Trade-Anzahl zu produzieren. Dann schlagen auf einmal die Kommission zu Buche. Ich meine, JFD hat günstige Konditionen, wirklich super attraktive Konditionen, aber das bringt einfach mal, das kostet Performance am Ende des Jahres. Und wir machen nicht nur den einen Trade, wir machen aufs Jahr ja zig Trades. Und immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und am Ende, ja, am Ende hat alles eigentlich damit angefangen, dass man ursprünglich zu gierig war, wie Resa schreibt. Also das heißt, einfach viel zu sehr, viel zu viel wollte an einer Stelle, wo vielleicht dann doch nicht der Vorteil so groß gegeben war. Und dann kommt eben die Verlustaversion hinzu. Dann kommt die Angst dazu, oh, den Verlust kann ich mir gar nicht leisten, weil es so und so viel Prozent vielleicht von meinem monatlichen Auskommen sind. Ich habe einen Job, weiß ich nicht, verdiene 3.000 Euro. Jetzt habe ich auf einmal 1.500 Euro Verlust innerhalb von 5 Minuten generiert. Dafür gehe ich normalerweise einen halben Monat arbeiten. Und schon fängt an, sich so eine mentale Spirale zu entwickeln, ausgehend von welcher tatsächlich trotz vielleicht sogar vorteilhafter Handelsstrategie, das ist ja noch das Interessante, ich glaube, viele Leute haben unglaublich gut ausgearbeitete, gut ausgeklügelte Trading-Strategie, haben wirklich sich viel Mühe gemacht, Vorteile zu identifizieren, diese dann auch zu versuchen zu kapitalisieren und am Ende scheitert es an der Positionsgröße. Sie kommen einfach gar nicht dazu, den Vorteil auszuspielen, einfach weil der Markt eben dann auch mal 2, 3 Anläufe braucht, um sich zu entwickeln. Und so ein Drawdown, das hast du gerade mit deiner Grafik gezeigt, so ein Drawdown, der kann dann bereits, wenn eben ein Niveau von, sagen wir mal, 25, 30% Verlust erreicht worden ist, das kann nicht nur mathematisch extrem schwierig werden, das wieder zurückzuarbeiten, denn du kämpfst ja auch noch mit dem Typen im Spiegel, den musst du ja auch noch in den Griff kriegen. Das heißt also, jetzt dann nicht nochmal die Positionskurse zu erhöhen oder nochmal schlechtem Geld Gutes hinterherzuwerfen, in Verlustrend pyramidisieren oder dergleichen. Also im Grunde genommen, das greift alles ineinander im Endeffekt. Und tatsächlich würde ich mal sagen, fängt es im Kern beim Hebel eben entsprechend an. Ja, deswegen, das ist richtig. Dann schließt sich ja der Kreis, deswegen die Entscheidung von der Sizec halt so großartig ist. Deswegen man muss einfach begrüßen muss und sagen muss, das ist einfach mal ein super, super guter Schritt, den ich wesentlich besser finde, muss ich auch sagen, als herzugehen und zum Beispiel keine Nachschusspflicht anzubieten. Denn eigentlich tendiert man ausgehend davon dazu, weniger Verantwortung für sein Handeln vielleicht sogar zu übernehmen. Zu sagen, naja, der Broker, wenn es in die Hose geht und ich Geld nachschießen müsste, der würde dann ja den eventuell entstehenden Verlust decken. Erfahrungsgemäß auch das, es sorgt eher dafür, dass die Leute eher noch aggressiver bei ihrem Trading werden und eher den Hebel nochmal nach oben fahren, weil sie sagen, naja gut, dann ich verliere aber nur das, was auf dem Konto ist. Das ist etwa, also ich finde das ein bisschen zwiespältig betrachtet. Ich finde das besser, den Hebel zu reduzieren, weil das eigentlich im Kern das Problem gut attackiert, um was es eigentlich geht in der ganzen Sache. Und da sind wir auch bei dem Einsteiger, dem Teaser schlechthin, Risk und Money Management, weil darum geht es ja, dass man im Prinzip da schon die ersten Stellschrauben, unabhängig jetzt dann von Stop-Loss-Leveln und Stop-Arten und Möglichkeiten der Trade-Ausführung oder Pyramidisierung im positiven Sinne. Also das sind natürlich Sachen, die kommen dann alle hinten ran, aber mit dem Hebel, da sollte man sich wirklich Gedanken machen und das ist auch ein Punkt des Risk- und Money-Managements definitiv. Und der Rolf fragt nochmal, was du mit dem geblockten Hebel meinst, Jens. Also sprich die Margin. Die Margin, das ist die Sicherheitsleistung, die du hinterlegen musst, um die jeweilige Position zu eröffnen beim Broker. Also das ist das, was ich gerade ausgeblendet habe, was natürlich jetzt mir auf die Füße fällt. Ja, aber die Frage war berechtigt. Aber hast du ja schon beantwortet, wenn du jetzt noch da bist, Jens. Ja, ich bin auch da. Ich habe auf dich gewartet. gut. Also im Prinzip, wie gesagt, das ist im Reihum schon mal definitiv ein schöner Vergleich gewesen. Auch wie gesagt, den Slide als solchen kannte ich jetzt dahingehend auch nicht. Und ist auf jeden Fall ganz interessant zu sehen, dass es da eben schon anfängt. Allein schon bei der Hebeljustierung, auch mit der Profitabilität der einzelnen Trader und des entsprechenden Hebels, das war mir so auch noch nicht bekannt. Wie gesagt, das ist jetzt auch natürlich nicht der Stein der Weisen. Also es hängt, wie gesagt, neben dem psychologischen Faktor, was ja noch das A und O ist, viel damit zusammen, dass man natürlich auch eine Strategie braucht. Strategien gibt es viele, aber man muss eben auch in erster Linie sein Risiko im Griff haben und das ist das ganz, ganz Wichtige, wo man sich immer dran orientieren sollte und das kann Jens oder hat Jens ja auch in seiner
Präsentation mehr als unterstrichen, auch im Sinne dessen, dass er eben jetzt dann auch noch als Vermögensverwalter noch eine ganz andere, sage ich mal, Verantwortung in sich trägt, mit Trades umzugehen und eben auch einer gewissen Offenbarung zu leben, weil es ist ja doch was anderes, wenn man für sich tradet, für sich in seinem Räumchen mit seinem eigenen Geld. Ja, da spielt man mal ein bisschen die Hebelnummer oder geht eben mal ein bisschen höher, aber nicht, wenn man eben Rechenschaft über seinen Trading ablegen muss. Und das ist nochmal eine zusätzliche Herausforderung, die es definitiv dann auch wichtig macht, sich eben dann auch noch weiter an dem Punkt des Risk- und Money Managements zu orientieren. Und da muss man sich immer wieder gesagt dran hochhangeln, und das muss man auch immer wieder beachten. Und das kann man gar nicht oft genug eben beschreiben. Und wir bei JFD sind ja froh, und das hat ja auch vorhin die Umfrage gezeigt, dass viele von euch eben auch ohne Stopp schon mal gar nicht arbeiten. Und Hebel, wie gesagt, ist ein Stück weit relativ zu sehen. Das wurde, denke ich, jetzt auch von Jens sehr, sehr schön dargestellt. Wichtig ist einfach, dass ihr wirklich euch Gedanken in erster Linie übers Risiko macht, um das eben abzuwägen, um dann die Chance zu wittern und dann entsprechend wie der Jäger im Wald auf die Chance zu warten und dann abzufeuern. Ja, auch die hohe Frequenz muss jetzt nicht der Sieger unbedingt sein, ja, der hier die 50 oder 100 Trades am Tag abfeuert. Im Gegenteil, je niedriger die Trade-Frequenz teilweise wird, desto profitabler wird auch tatsächlich der ein oder andere Marktteilnehmer. Also insofern muss man hier immer das alles mit zweierlei Maß messen. Wie gesagt, das Feedback ist soweit ganz gut, wie ich das jetzt hier vernehme. Also wer von euch da Lust hat, nochmal ein Feedback abzugeben. Wir sind schon ein Stück weit über der Zeit, aber mir war schon klar, dass die Stunde fast nicht reichen wird. Wir werden das auf jeden Fall nochmal nachholen. Also nochmal ein Webinar zum Money und Risk Management machen. Wenn ihr Anregungen habt, liebe Leute, schießt doch einfach auch mal los. Wer hier sozusagen noch Infos oder was ihr euch noch gewünscht habt, einfach mal als Feedback sozusagen, dass wir das aufnehmen, das nächste Mal nochmal von einer anderen Warte vielleicht beleuchten oder euch nochmal was anderes zeigen können. Dafür sind wir ja hier gesagt, oder wie gesagt, da, dann können wir uns auch so der einen oder anderen Abschlussfrage widmen. Es sei denn, du hast noch ein i-Tüpfelchen, Jens. Schieß mal los. Hast du vielleicht noch was auf dem Herzen? Nein, eigentlich bin ich glücklich. Also ich bin extrem überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich es tatsächlich geschafft habe, vor 18.30 Uhr mit all dem durchzukommen. Das kenne ich von mir nicht so. Deswegen bin ich gerade positiv von mir selbst überrascht. Ja, wir haben ja auch darüber gesprochen, wie gesagt, und es ist ein gutes Timing gewesen. Wir haben jetzt, wie gesagt, ich hatte ja auch, weiß ich nicht, was waren das, 20 Slides, habe auch nur einzelne rausgenommen. Du hast auch einzelne rausgenommen. Und ich denke mal, der Mix war es jetzt ja auch, der das so interessant gemacht hat. Und wie gesagt, wenn wir euch da abholen konnten, dann ist das das A und O. Dann ist es auf jeden Fall wichtig, dass man sich hier auf jeden Fall eben dann auch mal mit zwei unterschiedlichen Seiten misst, im Grunde genommen. Und Kasa fragt, das will ich noch gerade zum Abschluss beantworten. Der Agena Trader, der ist mit dem MetaTrader 5 in unserer Pipeline drin, und Q1 ist ja jetzt hier gesetzt. Das dauert nicht mehr lang. Die Beta-Phasen laufen auf Hochtouren, und ihr dürft euch ja freuen, dass der Agena Trader an Stelle einer weiteren Plattform neben MetaTrader 4 und 5 eben hier dann vorzufinden ist. Da dürft ihr euch nach wie vor drauf freuen, und auch der Agena Trader ist ein Tool, was euch auch hilft, hier sozusagen auch das Risk- und Money Management besser zu justieren, indem es eben hier auch so eine Art halbautomatisierte Stop-Loss-Setzung gibt und dergleichen. Also wird ganz toll, da wird es auf jeden Fall auch noch Webinare zu geben. Ansonsten das Feedback, vielen, vielen Dank, das ist auf jeden Fall gut. Uwe, zum Rainbow wird es dieses Jahr noch ein Seminar geben. Also ein Online-Seminar ist geplant, das können wir jetzt mal so quer einstreuen, definitiv. Orderbuch Level 2, Pia, wünschst du dir gern mal. Okay, danke, danke, sehr gut. Oh, was habt ihr denn hier? Ja, klasse, was man so von JFD sieht und hört, ist besser als FX Direkt. Auch das, Kalle, auf jeden Fall. Da muss man aber jetzt auch dazu sagen, also so hoch liegt die Messlatte jetzt aber auch nicht bei FX Direkt. Genau, also ich sag mal, FX Direct war ja auch, wie gesagt, ein BaFin-lizenzierter Broker. Ja, das ist ja mal die Geschichte, wo auch der Jens vorhin sagte, mit CISEC zypriotisch lizenziert, reguliert. Was ist da los? Es gab, oder auch die FCA in Großbritannien mit, wie hieß es 2011, Global... MF Global. MF Global, genau, genau. Also, aber das war, glaube ich, sogar CFDC. Ich glaube, das war sogar ein US-Broker, ne? Richtig, also war ja auch international tätig im großen Stil, ja. Also das muss man ja schon sagen. Und die Regulierungsbehörde ist zweierlei Maß, ja. Also du richtig, jede Regulierungsbehörde versucht ihr Bestes, aber die CISEC ist da nicht schlecht. Und was du vorhin eben auch gesagt hast, dass sie natürlich mit ihren, sage ich mal, Lernprozessen da auch gewachsen ist, ist sicherlich auch eine ganz große Hausnummer. Und nochmal zur Verdeutlichung, die CISEC oder besser gesagt Zypern, ja, als solches ist ja nach London
der Forex-Hub Europas, das kann man auch wieder mal nur erwähnen. Ich sage es immer wieder, vielleicht hat es der ein oder andere schon gehört, aber das muss man wissen. Für mich ist auch der, der schon mal in Zypern gewesen ist, wird es wissen, Zypern sozusagen Little Forex Land, ja, also da arbeitet fast jeder zweite, dritte Arbeitnehmer bei irgendeinem Broker, weil es im Prinzip dort sehr unternehmensfreundlich ist und eben auch ein Gebiet, wo man einfach sagt, okay, da hat sich die Branche niedergelassen wegen unternehmensfreundlichen Umgebungen und eben auch dem Know-how, das dort steckt. Ja, also viele Broker haben dort ihre Ansässigkeit auch, nicht nur primär, sondern auch sekundär, um eben da auch am Puls der Zeit neben der Londoner City beispielsweise zu sein. Aber grundsätzlich ein Riesenthema. Danke erstmal für das positive Feedback von euch allen dahingehend. Wir sind jetzt von der Timeline her gut dabei. Also mit Jens und mir, wie gesagt, dass wir hier nicht den Rahmen auf 2 Stunden gesprengt haben, überrascht mich auch. Aber ihr seid ja jetzt sicherlich auch im wohlverdienten Feierabend langsam. Insofern danke ich für die Teilnahme. Jens, magst du noch kurz einen Header sagen und dann würde ich sagen, haben wir es tatsächlich geschafft und das Feedback ist gut, freut mich und wie gesagt, wir knüpfen daran an. Ich bedanke mich einfach dafür, dass ich hier sein durfte und was erzählen durfte. Wow. Und das darfst du auch jeden Tag. Liebe Leute, schaut euch das Morning Meeting an. Jens, vielleicht zeigst du uns nochmal den JFD Desktop gerade. Jens, visualisiert dort praktisch auch immer Trading Scales, Live-Videos. Ich hin und wieder auch, ist in der letzten Zeit weniger geworden, aber dort live die Zuschaltung und dann unten den YouTube-Channel und dann eben rechts auch die Interaktion im Kundenservice-Chat. Nutzt das nach Möglichkeiten. Wie gesagt, die Chancen sind da, mit uns in Kontakt zu treten. Und dann freue ich mich auf weitere Webinare und auf all das, was wir noch vor uns haben. Wie gesagt, ihr dürft euch freuen. In diesem Jahr kommen noch einige Überraschungen seitens JFD. Im positiven Sinne natürlich. Und da da muss man mittlerweile ja aufpassen, ne? Was man so sagt. Wenn man das so erlebt hat, was da gestern vor weniger als 24 Stunden für eine Überraschung über den Ticker lief, dann ich wollte es nochmal betont wissen. Ja? Also es gibt positive und negative Überraschungen, aber wir, denke ich, sind da auf einem guten Weg, Ihnen da definitiv mit positiven Überraschungen beiwohnen zu können. Und das wird eine runde Geschichte. Also 2017 ein spannendes Jahr. Und aus den Krisen und aus den Kapriolen, die da hier über See stattfinden und vielleicht auch noch auf der einen oder anderen Seite stattfinden werden, wird JFD als kleiner David gegen die großen Goliaths sicherlich weiter bestehen und ihr als Kunden seid natürlich da unser Manifest dahingehend, dass wir nur mit euch überleben können und deswegen auch beständig am Markt bleiben, weil ihr, wenn ihr erfolgreich seid, natürlich auch nur dann einem Broker wie wir auch natürlich vom Nutzen seid. Deswegen ist es unser Anliegen, euch auch natürlich auf eine erfolgreiche Spur zu bringen und da wird es auch dieses Jahr, wie gesagt, noch ein bisschen was mehr geben. Ich will nicht zu viel wegnehmen, aber ganz wichtig eben, dass wir im Interesse von euch da agieren und Jens sagt es oft genug, keine Market Maker Lizenz und das ist auch genau so, dass wir niemals gegen den Kunden handeln und hier auch keinerlei Interessenskonflikt haben. Das ist wichtig zu wissen und eben dann solche, sage ich mal, Querschläger, wie wir unlängst gehört haben, dann eben auch gar nicht auf sich wirken zu lassen. Also, Just Fair and Direct, der Name ist Programm. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Jens hat schon seine Abschiedsrede gehalten, ich will es auch nicht zu lang halten. Euch viel Erfolg beim Trading. Schaut in die Webinar-Sessions, schaut beim Jens rein, schaut auf dem JFD-Desktop rein und ich freue mich auf alles weitere, was kommen wird. Euch erstmal einen schönen Abend. Danke, Jens, für deine Teilnahme. Definitiv wieder mal ein Fest und das wird nicht das letzte Webinar gewesen sein mit uns beiden. Also, ciao dabei an alle und einen schönen Feierabend. Auch von mir. Schönen Feierabend. Bis dann.